Die Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden haben es ans Licht gebracht. Geheimdienste befreundeter Staaten wie Großbritannien und die USA wären in der Lage, auch deutsche Bürger zu überwachen. Die Bundesregierung versichert zwar, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten werde. Datenschützer von Bund und Ländern bleiben aber misstrauisch und fordern Aufklärung und Konsequenzen. Nichts bleibt geheim, weder SMS noch Mail. Die Aufregung über die Allmacht des Ausspähprogramms des amerikanischen Geheimdienstes NSA währte nur kurz. Auch bei der Bundesregierung, sie habe das unbequeme Thema zu schnell ad acta gelegt, kritisieren die Datenschützer von Bund und Land. Wir wissen viel zu wenig. Hier ist viel deutlicher erforderlich, für Aufklärung zu sorgen bei den Amerikanern. Man kann sich auch nicht einfach auf Erklärungen von Geheimdienstseite verlassen. Das Vertrauen ins Internet sei bereits verschwunden. Resignation mache sich breit, warnen die Datenschützer. Es müssten neue Gesetze her, so die Forderung einer gemeinsam verfassten Entschließung. Sofern es sich herausstellt, dass nachrichtendienstliche Kooperationen verfassungswidrig sind, dann müssen diese abgestellt werden und dürfen nicht fortgeführt werden. Wie groß die Unterstützung der Bundesregierung da sein wird, scheint ungewiss. Als es darum ging, noch mehr über die NSA-Aktivitäten zu erfahren, da hatte es der Bundesdatenschützer eher schwer. Leider mauert das Bundesinnenministerium. Da wird gesagt, das seien Daten, die uns als Datenschützer so nichts angingen. Die Datenschützer aber bleiben beharrlich. Bei künftigen Abkommen mit den USA, zum Beispiel zum Freihandel, müsse der Datenschutz zur Bedingung gemacht werden.